Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Unstable 2. Wir sind noch immer auf dem Mond und heben hier mal ab, weil hier kommen sicher gleich wieder die grausigen Spinnen und so ja, ich war letzte Folge wild unterwegs und habe mal hier so Dungeon, Purple Dungeon, der ist leer, also gesucht, 3000 Blöcke, 3000 Blöcke, 1000 Blöcke, immer mal den Dungeon 1. Und habe hier ein bisschen, wie gesagt, Dungeon gesucht und so komische Meteoritensteine habe ich noch keinen einzigen gefunden. Nichts, nüsse, niente, nada, nothing, gar nichts. Also wirklich nichts. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, wir gehen miteinander mal den Dungeon. Ich möchte ein bisschen weiter oben, vielleicht übersehe ich die Annetta. Na, also. Die Meteoriten dürfen dann echt schwierig sein, dass man die, dass ich die finde, so wie das ausschaut. Keine Ahnung. Die sind irgendwo verstrahlt und keiner weiß, wo die, weiß ich, die Dinger habe ich mir so gut verstecken müssen. Verflucht. Da denkt man sich, cool, Krater. Und dann, nö. Nothing. Nothing else matters. Gar nichts drin. Haben wir 700 Blöcke? Okay. Mal geben wir ein bisschen Gas da mal. Und halten ein bisschen die Augen offen. Noch jeweiligen so komische Meteoriten. Obwohl das bei der Geschwindigkeit echt schon anstrengend wird, dass man das da sieht, wenn man da drüber segelt. 400 Blöcke noch. Gibt's ja nicht, dass da kein einziger ist? Also das Suchen, das werde ich dann irgendwann einmal offscreen machen, das weiß ich jetzt schon. Ich hätte euch halt nur ganz gern gesagt, wie so ein deppertes Ding ausschaut. Bevor ich da. Na, das ist auch nix. Bevor ich in den Dungeon gehe. Aber ich hätte gesagt, wir machen es jetzt so richtig noobig und ich nehme mich mit in den Dungeon. Es ist definitiv keine gute Idee, das kann ich euch sagen. Also ich bin absolut. Ein absoluter Kackknopf, was Kämpfen angeht in Minecraft generell. Und da seht ihr schon. Oh Gott. Da seht ihr schon. Oh Gott. Ich hab zum Glück ein relativ ein Schwert mit was relativ. Oh, was relativ gut Damage macht. Und ich bin halt sehr feig. Guck, guck. Na, warte mal, ein bisschen umgehen. Greift. Frisst mir da sicher gleich irgendwas von hinten. Verrecke, Creeper! Ach. So geht's natürlich auch. So darf man dann auch gleich mal Spawner ausschalten, nicht wahr? Da ist noch ein Spawner. Dann müssen wir gleich mal killen, 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 killen. Da ist noch ein Zombie. Verrecke, Zombie! Und noch einer. Verrecke! Ach Gott. Ach, boah, scheiß doch die Wand an. Verrecke Zombie, habe ich gesagt. So, jetzt müssen wir da schnell ein bisschen ein Mäuerchen hochziehen, damit wir dann vielleicht nicht jeder auf die Nüsse geht da rennen. Und ein paar Fackeln platzieren. Und da ist nur ein Spawner. Oder? Wurde ich jetzt falsch gesehen? Nein, das ist nur ein Spawner. Ach, wie die Steuerung am Mond hast mit der geringen Schwerkraft. Echt katastrophal. So, und das war der Raum 1 gewesen. Spinnennetz. Und wir gehen weiter. Ich meine, die Dungeons sind jetzt anscheinend nicht unbedingt schwer. Auf dem Mond. Aber um das geht es ja nicht, weil man muss ja nur die Schematics finden. Und es sind ab. Ach Gott, ist das da hinten schon da? Hi. 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 Der ist aber groß. Der ist echt groß. Also. Ich mache jetzt mal überall so schön taktisch die Gänge zu. Und dann kann mir da mal nichts passieren. Irgendwelche. Da überhaupt. Gibt's ja nicht. Das ist doch nicht der schon der Bossraum. Immer das war ein wenig langweilig natürlich, aber. Mir persönlich. Die Pferderüstung, das Herz brauchen wir auf alle Fälle. Das andere. Zinn, ja. Brot, ne, möglicherweise. Ist das schon ernsthaft? Das war ein bisschen gar einfach. Ja, sicher. Ach Gott.
der, ich weiß nicht, dass mir das Ding, das ist der Endboss, der schmeißt mich weg. Ist aber sonst nicht unbedingt schwierig anscheinend und lacht sich halt, halt wild an ins Fäustelchen. Und ist aber schon. Wow! Und ist halt schon dementsprechend explodiert. Also, wenn ich sag, wenn ich einmal sage, ein Dungeon ist einfach, dann ist ein Dungeon scheiße einfach. Und der Dungeon ist nicht nur scheiße einfach, sondern episch einfach. Du kriegst dann vor dem so einen Tier 1 Schlüssel, den musst du in die Hand nehmen, der schaut dann so, bla, bla, dann schwebt der da vor dir. Und dann kannst du die Kiste öffnen. Und wir haben Tier 2 Rocket. Yes! Ein Botanikerbuch, was noch ganz cool sind, sind die Safari-Netze natürlich. Die Zinn-Dinger nehmen wir auch mit. Die zweite goldene Pferderüstung, man weiß ja nicht. Netherquartz auch, Redstone brauche ich eigentlich nicht. Und bevor mit der Schematik natürlich jetzt was passiert, schmeißen wir die gleich auf die Erde zurück, also in die Kiste. Und das war's? Ernsthaft? Ja gut, nachdem das so einfach war, hätte ich gesagt, suchen wir uns nur einen Dungeon. Ich werde den nicht clearen, weil es gibt da drinnen definitiv nichts Interessantes oder nicht wirklich was Interessantes zum Finden. Außer die Schematics, das weiß ich ganz sicher. Sonst, ja, den gleichen Schrott, was du sonst auch kriegst, aber auf das bin ich halt nicht wirklich angewiesen oder nimmer angewiesen. Das heißt, das war der Dungeon 1. Wir werden dort schon mal landen. Ach Gott, da haben wir jetzt aufgedruckt. So. Und während den Dungeon 1 den Waypoint umbenennen in fertig. Man weiß es nicht. Ich schreibe fertig. Ich schreibe einfach fertig, weil es wurscht ist. Somit mit, beziehungsweise ich konnte man eigentlich auch nicht ausblenden. Das werden wir machen. Weil, zack. Vielleicht mache ich ihn ja irgendwann einmal noch ganz clear oder so, man weiß ja nicht. Dungeon 3 ist 2000 Blöcke weg. Dungeon 2 ist ein bisschen weniger weit weg. Das ist der Purple Dungeon und das ist mein Home. Dann fliegen wir nur gleich zum Dungeon 2, hatte ich gesagt. Zuck, 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 zuck. Und Abflug, mit falscher Knopf. Und halten halt wieder die Augen offen nach irgendwelchen Meteoriten sind es, glaube ich. Ob wir da nicht vielleicht jetzt doch noch irgendwo mal einen finden, wäre episch. Aber in die ganzen Löcher, es ist ja nichts drinnen. Es täuscht ja, oder? Na, die Löcher, die haben alle was anderes. Oder sind das wirklich Einschlagslöcher, wo die Dinger dann abgefallen sind? Aber ich konnte ja mal nachschauen, aber ich glaube es nicht. Na, zumindest. Es sind zwar irgendwelche Löcher, aber. Nein. Keine Meteoritenlöcher, nicht wirklich. So, Dungeon 2 haben wir gesagt, fliegen wir. Zack. Und ab die Post. Dabei werden wir noch ein bisschen die Augen nach unten offen halten. Da ist auch nichts. Also die Dinge dürfen echt ein bisschen zart zum Finden sein. Das heißt, diesbezüglich werde ich relativ lang am Mond herumwurschteln, aber es gibt darum nichts zum Holen. Das heißt, zahlt sich meinen nicht wirklich aus. Doch, es gibt das Cheese Ore irgendwo unterirdisch. Das ist, kann man dann craften und dann kann man es essen. Das ist zu behandeln wie ein Kuchen. Schaut aus wie ein Kuchen, ist halt nur gelb. Und macht ein bisschen Nahrung wieder gut, aber ja, bringt mir eigentlich nicht wirklich was, außer dass ich Cheese Ore gefunden habe. Sonst fliegen wir dabei zum Dungeon 2. Zumindest sind wir gleich da. Und schauen, ob es da drinnen genau so einfach wird wie in Dungeon 1 oder ob das dann vielleicht ein bisschen mehr Herausforderung wird. Und das, wie gesagt, sag ich. Und ich bin absolut der größte Noob bei den Dungeons. Ihr wisst von ein paar irgendwelche Folgen zuvor, wo ich Dungeon war mit der Evo.
Es war nicht so episch, ne? Ich habe ja irgendwie schon leicht Angst, dass durch das Texturenpaket die Meteoriten einfach nicht ausgesaugt werden. So. Was haben wir da? Spiders. Spiders sind wieder mal nicht das Problem. Solange keine Creeper dabei sind. Hallo! Also das sind One-Hits, oder? Die Spinnen. Also, Spinnen sind jetzt nicht das Problem. Das ist nur eine. Ach Gott! Das ist aber unfair. Komm her! Spinne! Und. Ach! Ich bin. Entweder meine Mausempfindlichkeit ist. Spinnennetz. Doch ein bisschen zu hoch eigentlich. Beziehungsweise werde ich auch so leicht nervös, wenn ich dann. Hallo? Nein! Puh. Werde dann nervös, wenn mir irgendwas schlagt und dann. Ne. Jetzt haben wir uns auf alle Fälle statt die Dinge in Cobblestone her. Vielleicht gibt es da wieder irgendwelche Gänge, die man zumachen kann. Nein, das schaut aber aus, wie wenn das ein anderer Dungeon war. Ein normaler, sage ich jetzt einmal. Halt! Au! Au! Geh weg, Zombie! Spinne! Geh weg, Spinne! Geh weg, Spawner! Da ist nur einer. Au, Skelett! Ach Gott! Seid Fernkämpfer! Unfair! Haha! Daneben, daneben! Da, stirb, verrecke! Keine Creeper? Ich hasse Creeper. Na, bist gleich den Spinnen nicht zugestanden? Au, au, au. Komm her. So. Spawner weg. Und. Spawner weg. Okay, das ist dann die zweite Variante von Dungeon, den kennen wir auch schon. Ach Gott, ich hasse Spinnennetze. So. Also ich habe ihn zumindest schon mal gesehen, ich kenne es natürlich noch nicht, finde aber cool, dass ihr es auch noch kennenlernen dürft. Weil er ist nicht wirklich schwieriger, aber auch nicht einfacher. Also, naja, vielleicht sogar ums Kennen schwieriger, hätte ich jetzt vielleicht gesagt. Weil du einfach nicht so extrem abkürzen kannst wie bei dem anderen Dungeon jetzt. Der andere Dungeon, der war ja sofort erledigt. Das war ja eine Katastrophe eigentlich. Wenn man so sieht, wie es ist. Man die dann, ach Gott, was ist denn das für ein schnelles Ding? Mini-Zombie! Arschloch. So, kein Spawner hier, ne? Nur eine Kiste. Ah, cool. Haben wir da drin. Und Safari-Netz. Aha. Jetzt mal schauen, was das ist. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir uns auch mit, das ist irgendein Ohr. Strings muss auch nicht unbedingt sein. Die Broken Spawner nehmen wir mal jetzt einmal mit. Die Strings könnte man auch mitnehmen. Mundart, roten Fleisch brauchen wir nicht. Die Spinnenaugen, glaube ich, brauche ich noch. Ich habe nämlich noch ein bisschen was geplant für die Zukunft. Ich meine, alles möchte ich ja gar nicht verraten. Aber mit der Luft schaut es auch noch nicht so deppert aus. So, wie schaut es da aus? Da ist auch kein Spawner. Wow! Die Zombies gängen ab wie ein Zapferl, ich sag's euch! Die Dinger sind dahin! Wahnsinn! Habt ihr das gesehen, wie die da herschurren? Voll arg! Voll arg! Man darf einfach auch nicht so nervös sein mit den ganzen. Man muss das ganz gechillt angehen und, wie gesagt, mit seinem Imba-Schwert, was ich da jetzt eigentlich schon fast. Wow! Hi! Wow! Geh weg! Wow! Wo ist er? Oh oh! Ich muss nämlich dann aufpassen, ich werde immer so nervös, wenn meine Herzen wenn sie die zum Ende neigen, sage ich jetzt einmal. Weil ich dann, das geht sich gar nicht vorstellen, was ich da. Panik, da ich vielleicht gar nicht nennen, aber. Ich muss mir die anderen Fackeln aus der Tasche da. Da habe ich nämlich nur ein Stack von die Kloster und Dinge herinnen. Und. Tun wir da irgendwas? Aha. Das heben wir uns auf, das da mal sicher, jetzt habe ich einer die ganzen. Ich denke, da haben wir auch einer.
Halt, und die Herzen. Die Herzen, die sind. Da kann ich nämlich so Herzcontainer draus basteln, dass ich dann mehr Herzen übereinander stecken kann. Und das ist echt witzig. Beziehungsweise natürlich auch praktisch. Weil dann können wir die Viecher nur länger malträtieren. Und wir sind im Bossraum wieder. Schluck! Und werden wieder. Sollen wir kleine gehen oder sollen wir gleich warten? Wegen die Herzen meine. Ah! Scheiß doch der Hund drauf. Kann nicht viel passieren. Komm her! So, komm her. Und ich glaube, das war's schon. Nee, war's noch nicht ganz. Aber das war's, oder? Weil es so herbeilt. Bumpf! Tot! Und es war früher mal eine Zeit lang der Bug, dass. Alter, das nenne ich mal Level. Dass der den Schlüssel nicht droppt hat. Mir ist zum Glück das noch nie passiert, dass er nicht droppt hat. Aber es hat anscheinend schon mal den Bug gegeben und das ist dann eher nicht so spannend. Jetzt war es natürlich äußerst geil, wenn ich die Mondbuggy-Schematik finden darf. Moonbuggy! Ach, Leute, jetzt bin ich. Ah, geil. Was ist denn das? Amulett. Amulett. Oh, das Herz müssen wir natürlich auch mitnehmen. Gunpowder brauchen wir nicht. Tin nehmen wir auch wieder mit. Das ist natürlich äußerst episch jetzt. Weil jetzt kann ich dann im Mondbuggy-Kundech auch sagen, wie man den macht. Natürlich könnte ich das, wenn ich wollte. Das waren jetzt. Ach Gott, das findest du auch noch herein. So, das heißt, wir haben da noch ein bisschen Glowstone eingeheimst. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Ich kann mir den wegschmeißen. Sattel, naja, Sattel. Sattel kann man mit allem verwenden, ne? So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir haben noch relativ viel Luft. Wir haben praktisch nichts an Energie vom Jetpack verbraucht. Gar nichts. Haben da auch noch ein paar Level liegen lassen, solche. Aber jetzt kennst du dann den zweiten Dungeon-Aufbau auch. Der, ja. Sie sind relativ kurz. Sind jetzt nicht unbedingt hart. Also, jeder schafft's. Und zwar ganz leicht. Die Schematics habe ich. Und da ich jetzt beide Schematics habe, was das eigentlich auch am Mond, also von der normalen Zeit her, ich habe da jetzt nichts mehr zum da, sondern, ach Gott. Jetzt geht's rein, nur mehr um die Steppe der Meteoritenfarmen. Wenn ich nämlich genügend von den Meteoriten habe, das kann ich dann oben schnell sagen, wenn wir draußen sind. Beziehungsweise kommt euch das hier rein, weil da sind wir, glaube ich, relativ safe jetzt. Jawohl, da ist der Ausgang. Schaut, dann zeige ich das jetzt vielleicht kurz. Ich bin sogar drin, ist ja cool. Galacticraft bei der Tier. Na? Tier 2 Rocket. Da seht ihr es, da braucht man die Heavy Duty Plate 2, also Tier 2. Und da braucht man Compressed Meteoric Iron. Und das, da brauche ich das Meteoritending und den finde ich wieder. Aus einem soliden, ja, also da brauche ich eben das depperte Meteoriten, Raw Meteorit, Meteorit, das Wort bringt mich um. Meteoric, sag ich ja, Meteoric, Raw Meteoric Iron, so, haha! Und jetzt haben wir dann praktisch den Dungeon auch erledigt. Jo. Das heißt, ich kann eigentlich in grünen Dungeon, J, das kann ich unter dem Flügel langsam machen, weil es wurscht ist. Also in Dungeon 2 haben wir gehabt, den da mal Edit, da schreiben wir dahinter Edit, fertig, dann da mal Save und dann da mal auf Off und Close. Und E für Escape für zurück. So, ja, und jetzt stellt sich halt dann nicht mehr die Frage, was machen wir jetzt nur? Ich meine, die Zeit ist eh eigentlich vorbei. Wie gesagt, ich hätte euch halt irrsinnig gern nur
nur so ein Meteoriten sagt. Hat da jetzt, sag mal, Spinni? Ist das vielleicht wirklich ein Bug? Nein, ich fahre da überall rein. Das hat nämlich vor der Weide so ausgeschaut, wenn da irgendwo so ein Meteoric Iron gewesen war. Und es ist halt scheiße. Es ist halt echt scheiße. Wie gesagt, wenn man unbedingt was herzogen will, und dann findet man von dem Scheiß einfach nichts. Es ist halt auch eine mittlere Katastrophe. Vielleicht werde ich da einmal in irgendeinem Guide nachschauen, ob es da vielleicht irgendwie eine Höhle gibt, aber wie gesagt, die Meteoriten schlagen an der Oberfläche ein. Und aber dass ich noch gar keinen gefunden habe, das ist ein wenig demotivierend, sage ich jetzt. Und das Suchen ist in der Aufnahme einfach zu langweilig. Weil ich mal, ich konnte euch jetzt schon irgendwas erzählen, von wegen, wie es mir geht und was ich nicht alles so tue und was ich nicht alles so vorhabe. Und dass jetzt wahrscheinlich dann wieder irgendwann bald einmal, oder das neue Projekt kommt schon laufen, natürlich jetzt, was ich geplant habe, mit dem Swifty wieder einmal. Mit wem sonst? Mit dem Purple von Planet Purple, auch sehr geiler Kanal, ist auch was in Planung. Aber das wird sich noch etwas ziehen, bis wir das wirklich starten. Da haben wir nicht einmal kurz gestern so Anekdoten in den Teamspeak geworfen, sage ich mal. Aber da wird auch wahrscheinlich eine Zusammenarbeit kommen, also eine Serie, ein paar Let's Plays, wie viel ist dann auch dahingestellt. Ist auch egal. Und sonst ist eigentlich nicht wirklich was. Ich habe natürlich, siehst, also als krönenden Abschluss kommt man natürlich jetzt mit der Rakete heimfliegen. Weil ich brauche die Rakete herum, nämlich witzigerweise nicht mehr. Ich kann da alles mit. Na, okay, scheiß doch der Hund drauf. Wir machen das gleich mit dem Buch. Ich würde jetzt nicht den ganzen Schrott aufstellen, nur damit ich Fuel in die Rakete pumpen kann und dann noch heimfliegen darf. Die Bücher habe ich eh schon aufgestellt, das heißt, die kann man schon hin und her porten mit den Büchern von Mythcraft, glaube ich, ist das. Es ist natürlich um ein Vielfaches leichter als da und Rakete rein, Rakete raus, Rakete rein. Schematik 2, man braucht die Mars-Schematik natürlich, um auf den Mars überhaupt zu kommen, da brauchen wir gar nicht rein. Das haben wir aber somit erledigt. Am Mars, der Endboss, ist ja anscheinend in die Dungeons nicht gar so einfach, das heißt, das ist wahrscheinlich ein bisschen. Jetzt schauen wir aber den einen Block schnell. Mundhöfen. Na, ist auch nicht. So, dann fliegen wir weiter. Ach Gott. Und ja, im Großen und Ganzen bleibt mir nicht mehr viel zum Sagen. Ich konnte natürlich jetzt ein wenig Let's Talk machen. Na, ich will euch nicht, wie gesagt, die ganze Folge mit dem Suchen am Arsch gehen. Und ich werde mir sicher nicht hercheaten, sondern wann, dann findet man die auch, weil wir cheaten nicht auf diesem Server, haben wir beschlossen. Das ist ein No-Go. Wir haben ja schon sehr viele Erleichterungen drauf, so Mythcraft-Bücher und so weiter. Das ist eh schon episch und das Fliegen ist ja auch schon fast wie Creative mit dem Jetpack bzw. mit dem Glider. Und im Großen und Ganzen bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr zum Sagen, außer es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht mich beim nächsten Mal auf der Erde dann wahrscheinlich wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.